Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue eine 100 Baby Villa und dies ist Teil 5. So, für das Wohnzimmer ist mir was eingefallen, das will ich auch gleich umsetzen. Und wenn ich mir das jetzt so betrachte, nachdem ich es überschlafen habe, muss ich sagen, so wie es ist, so von den Farben her und auch die Art der Fenster, gefällt es mir noch überhaupt nicht. Es sieht weder elegant aus, noch gemütlich. Es sieht einfach nur ungemütlich aus. Und ja, mein Versuch, so ein bisschen was Warmes reinzubringen, ein bisschen Farbe reinzubringen, damit es nicht ganz so schwarz-weiß ist, hat hier auch dieses, was schon irgendwie ein bisschen elegant war, zunichte gemacht irgendwie. Also ich muss da noch ganz viel rumdesignen und es ist ja nun mal so, in so einem 100-Baby-Haushalt ist es wichtig, dass man hier diese Spielsachen und Maltische in einem schnellen Zugriff hat. Die will ich nicht irgendwo hin verstecken, nur damit der Rest elegant aussieht. Die möchte ich hier zentral haben, aber vielleicht kriege ich das Ganze noch ein bisschen eleganter. Es sieht dann wahrscheinlich weniger freundlich aus, aber jetzt sieht es auch nicht freundlich aus. Es ist zwar auch noch nicht fertig, sagen wir mal, dekoriert, aber irgendwie widerstrebt es mir. Und ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, dass euch die Fenster so nicht gefallen. Ja, das stimmt, das gefällt mir eigentlich auch nicht, wenn ich mir das angucke. So mit Abstand sieht es besser aus. Aber ich werde auch noch mal gucken, ob ich vielleicht ganz andere Fenster reinmache. Aber jetzt erstmal zum Wohnzimmer. Und zwar, das ist ja eigentlich viel zu groß für ein Wohnzimmer. In so einer 100-Baby-Familie braucht man auch nur ab und zu mal ein Wohnzimmer. Also die sitzen da eigentlich eher selten, weil die gehen entweder in die Schule oder sie arbeiten an ihren Fähigkeiten, essen, baden oder schlafen. Das heißt, es bleibt gar nicht viel Zeit für ein Wohnzimmer. Und darum ist es auch eher untergeordnet. Und ich mache das jetzt kleiner, und zwar auf eine etwas andere Art und Weise. Jetzt muss ich hier mal abzählen, ob ich die Mitte hinkriege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na toll, es gibt also keine Mitte, also dass ich zwei gleiche Seiten habe. Kann ich das irgendwie noch schmaler machen? Ungern. Also, hier Wand. Gut. Muss ich jetzt schon wieder zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und jetzt hier schräg. So habe ich mir das nämlich gedacht. Wenn ich das hier so schräg mache, und dann haben wir halt hier, ja, ist nicht ganz spitz, finde ich auch in Ordnung. Es muss ja nicht ganz spitz sein, das wäre, ist vielleicht so sogar schöner. Dann hat das Wohnzimmer vermutlich eine bessere Größe. So. Ja, so. Und das ganze Haus sieht interessanter aus, denke ich mal. Okay. Die Fenster packe ich mal hier hin, aber ich werde wahrscheinlich andere Fenster machen, denn die gefallen mir nicht. Die sehen so streng aus, so irgendwie so. Es ist ja auch irgendwie so, wenn man gerade so am Bauen ist, dann guckt man auf die eine Weise und wenn man sich das nach einer Weile nochmal anguckt, dann hat man einen ganz anderen Blickwinkel dafür und plötzlich findet man es dann anders. So, und die ersten vier Folgen habe ich an einem Abend gebaut. Mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Jetzt muss hier natürlich der Zaun nachgezogen werden.
Ganz klar, das war dieser hier. Nee, 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 diesen hier wollte ich. Jawohl. Und der Fußboden auch. Wobei mir der auch nicht gefällt. Der ist mir zu braun. So, jetzt sieht das Ganze so ein bisschen aus. Okay, das wirkt verschiedener. Jetzt ist es aber gleich. Ist so ein bisschen wie so ein Schiff geworden. Und ja, jetzt ist die Frage, lasse ich das Obergeschoss überstehen? Das hätte ja auch einen Reiz. Oder lasse ich das auch spitz zulaufen? Eigentlich dachte ich, ich lasse spitz zulaufen und wenn dann dieser Bereich zu klein wird, ziehe ich den einfach hier noch raus, weil wir haben hier praktisch unendlich viel Platz. Da kann ich noch eine Menge machen. Ja, das mache ich einfach mal. So. Wieder so. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, und hier auch. Und die werden dann gelöscht. Na komm, fangen wir hier an. Vielleicht klappe ich die mal runter, dann geht das meistens leichter. So, jetzt. So. So. Und so, und hier hängt jetzt noch so eine Decke rum. Die kommt natürlich auch weg. Kann man eigentlich. Müsste man eigentlich einfach löschen können? Ah, gut. Ich habe ja das hier noch. Ich könnte das tatsächlich eigentlich einfach löschen. Gut. Oh, was habe ich da gemacht, da oben? Jetzt mache ich das nochmal rückgängig. Denn ich habe es hier nicht so gemacht wie unten. Dann mache ich hier nochmal mehrere Schritte rückgängig. Habe ich nicht aufgepasst. So. So hätte ich es gerne gehabt mit Spitze, aber das geht halt nicht. Und ich denke mal, so mit so einer abgeflachten Spitze ist das auch in Ordnung. So. Und so. So. Die Fenster kann ich auch erstmal einfach hier reinsetzen. Ich meine, um Fenster zu finden, die mir besser gefallen, werde ich dann auch wieder ordentlich suchen müssen. Weg mit dir. So, prima. Jetzt fehlt auch die Tapete. Na, ich mache erstmal das andere weg. Nicht, dass dann da auch die Tapete verschwindet. Das werde ich aber lassen. Oder ich könnte natürlich die Terrasse auch hier enden lassen. Ach nee, ich glaube, ich mache die schon bis dahin. Und dann mache ich hier nur diesen Raum weg. Und von diesem mache ich die Decke weg. So. Was ist da noch stehen geblieben? Merkwürdig. Was ist das da noch? Das will ich nicht. Naja, vielleicht verschwindet das noch von selber. Ich muss mal gucken, wenn es nicht verschwindet, muss ich es halt noch wegmachen. So, und hier oben muss ich das natürlich auch noch ändern. Ja, ganz schön umfangreich, die Änderung.
So, da mache ich das mit dem Zaun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hoffe, dass das dann als Raum zählt. Gut, das hat gut geklappt. Super gut. Ja, ich denke mal, das sieht außen ganz passabel aus. Also es ist ja außen auch noch nicht wirklich fertig. Aber diese Abschrägung gefällt mir ganz gut. Da werden auch noch Fenster reinkommen. Und über die muss ich halt noch nachdenken, über die Fenster. Jetzt stelle ich erstmal eine ungefähre Wohnzimmereinrichtung da rein, damit man sieht, wo das Ganze hingeht. Und irgendwann mache ich dann auch mal Lampen, richtige Lampen, nicht nur Baulampen. Und man braucht hier auch ganz schön viel Beleuchtung, dass es nicht so finster ist. Ich denke mal, dass es so finster ist, trägt auch dazu bei, dass es irgendwie ungemütlich und ja, ungemütlich und ungemütlich wirkt. Und nicht elegant. Tja. Ja, es ist echt nicht meine Disziplin, das Elegante. Vor allem Eleganz mit Kindertauglichkeit zu verbinden. Das finde ich besonders schwierig. So. Jetzt nach Möglichkeit mindestens zwei große Sofas über Eck. Könnte man hier auch so machen. Komfort und hier die großen Sofas. Dann sieht man nur die großen. Das ist dann einfacher. Dann gäbe es dieses hier. Ja, ich brauche eine bessere Lampe. Das sieht einfach viel zu finster aus. So, Beleuchtung. Was kann ich denn da reinhängen? Also jetzt erstmal was, was richtig ordentlich Stoff gibt, dass es hell ist. So, die mache ich auch wieder raus. Ich frage mich, warum dieser Raum so viel Licht verschluckt. Aber so geht's jetzt ganz gut. Und später kommen dann die richtigen Lampen rein. Komfort. Also. Das finde ich schon elegant. Das ist ja auch vom Vintage Glamour Pack. Dieses hier mag ich ganz gerne. Es gibt es hier entweder in so einem Cremeton oder eventuell auch in Schwarz. Ist schon schick. Gibt es das in noch einer anderen Farbe? Auch schick. Ich meine, ich könnte in dieses ganze Ding auch ein bisschen Farbe reinbringen. So durch und durch. Und ich denke mal, dass ich da so ein Weinrot ganz gut machen würde. Okay. Was haben wir denn noch mit modernem Schick? Ach, das war's hier schon. Ich finde es ja auch erstaunlich, dass dieses Sofa bei den breiten Sofas ist, denn das wird auch schon schwungvoller Zweisitzer genannt. Haben sie wohl falsch einsortiert. Dies hier ist auch falsch einsortiert. Kinder, Kinder. So. Sitzrechteck, das ist. Eieieiei. Das ist ja. Irgendwie stylisch, aber mehr so für Outdoor-Gelegenheiten. Jetzt gucken wir mal hier, ob da vielleicht drei Sitze einsortiert sind. Nee, sehe ich aber keine. Ja, gut. Dann. In welchen Farben gibt es dieses noch? Wobei ich das so eigentlich ganz gut finde. Ginge auch in Weiß. Das ist auch ganz gut. Tja.
Ja, ist die Frage, ob ich hier irgendwie Weinrot mit reinbringe. Aber ich glaube, so Weinrot kann ganz gut Klasse reinbringen. Dann stelle ich die einfach erstmal zur Seite, diese Sofas. So. Okay. Und mach davon noch ein zweites. Und das ist jetzt das Schöne an diesem, an dieser Spitze. Man kann die sehr schön über Eck stellen. So. Und hier passt dann vielleicht sogar noch ein Bücherregal rein. Und hier könnte ich dann statt Fernseher ein Puppenhaus hinstellen, so an den Rand hier. In die Mitte wäre natürlich schöner. Ja, da können trotzdem beide gucken. Dies hier kann noch mehr an die Wand. So. Puppenhaus. Kinderaktivitäten wahrscheinlich. Hier, ja. Tja. Ja, von wegen Weinrot. Das wird hier farblich ganz schwierig. Schwarz-Weiß geht. Tja. Ich stell's erstmal hier hin. Und dann schauen wir mal weiter. Ich denke mal, die Sofas, die nehme ich erstmal. Und wenn's dann auf Dauer nicht gefällt, kann man's ja immer noch ändern. Ah, die stehen nicht gleichmäßig. So ist etwas besser, aber immer noch nicht richtig. So ist gut. Jetzt ein schmales, hohes Bücherregal. Ach, hoch muss es nicht sein, aber schmal und elegant. Gar nicht so einfach. Dies hier ist ganz witzig, aber ich glaube, das ist zu breit. Ja. Es würde gerade so passen. Aber eigentlich ist es zu breit. So, und das hier ist, glaube ich, zu rustikal. Ja, das passt vom gewünschten Stil her nicht. Was ist mit dem? Das ist sehr schön langweilig. Na komm. Passt genau rein. Ja. Ich meine, dieses hier ist sehr witzig. Aber es ist halt auch in erster Linie witzig. Und ah, es hat schon Klasse. Doch, das hat Stil. Gucken. Das ist jetzt schwarz mit so blauem Glas. Das hat auch blaues Glas. Passt das da gut rein? Es würde ganz gut passen. Ich denke mal, das ist einfach schicker als dieses andere. Gut. So. Und jetzt natürlich ein Couchtisch. Da ist dann auch reichlich Platz für einen großen Couchtisch. Da wird es einen geben mit dem neuen Pack, und zwar einen großen viereckigen. Und ich denke, den kann man dann auch nehmen. Ich nehme jetzt einfach erstmal einen Platzhalter. So. Elegant ist der nicht. Der hier sieht schon sehr rustikal aus. Ein bisschen zu rustikal. Aber der hier ist, glaube ich, auch eher rustikal. Ah, und hier der von dem Wäschepack, den könnte man bis auf Weiteres nehmen. Ja, den stelle ich einfach mal hierher.
Und hier ist jetzt auch noch Platz für Aquarium und so. Ja, das ist ein bisschen arg an die Wand gequetscht, so. Aber links und rechts ist reichlich Platz, damit man reinkommt. Gut, Aktivitäten und Fähigkeiten. Aquarium. Da habe ich überlegt, ob ich vielleicht mal so ein großes Aquarium nehme, weil die haben ja irgendwie auch richtig Klasse. So. Okay, und hier könnte man dann noch irgendwas Niedrigeres reinmachen. Irgendwas, was nicht beim Spielen stört. Ein Hamsterkäfig will ich diesmal nicht machen. Weil das hatten wir schon. Und hier ist auch noch Platz für irgendwas Niedrigeres, vielleicht irgendeine Aktivität oder so. Das kann man dann noch sehen, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Platz will ich auch lassen. Man könnte natürlich hier einen Lama-Spieltisch aufbauen. So, gibt's den auch in Schwarz? Ja, nur die Figuren sind dann nicht in Schwarz. Und der für Kinder? Ja, das ist dann immer rosa. Tja, was würde gut hier hinpassen, so ein Lama-Tisch? In weiß? Nee, das sieht schmuddelig aus. Ich würde auch andere Stühle nehmen. So. Ja, hier passt der perfekt hin. Und da haben die ja schon immer gute Laune, wenn die sich mal Zeit nehmen, da zu spielen. Ich guck mal, wie das aussieht mit solchen Stühlen. Bestimmt irgendwie komisch. Ja, weniger schlecht, als ich dachte. Naja, das ist schon das Schwärzeste. Weiß fast zu den Stühlen fast besser. Und dies Blau passt wohl nicht mehr, wenn ich jetzt dieses Blau wieder wegmache. Ja. Also das Wohnzimmer ist noch lange nicht fertig. Aber im Prinzip gefällt es mir so ganz gut mit dieser dreieckigen Spitze. Dann mache ich hier auch mal eine von den Lampen weg. Die sind ja noch schlimmer als die anderen. Ja, wenn mir was einfällt, werde ich, sobald es mir einfällt, werde ich einen anderen Fußboden machen und die ganze Farbigkeit ein bisschen verändern. Und ansonsten werde ich oben weiterarbeiten an den Kinderzimmern. Da muss ich ja auch noch am Grundriss arbeiten. Eigentlich ist das Ganze bisher noch Grundrissarbeit. Mit dem Grundriss bin ich auch ganz zufrieden. Aber das Wohlgefühl, da muss ich noch massiv dran arbeiten. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.